So, ich muss doch noch was hinterher schieben. Wie findet man ein gutes Thema für eine Projektarbeit? Also, wir sind bei Teil 2, schauen Sie unbedingt Teil 1. In Teil 1 habe ich gesagt, das Prinzip, wie man ein Thema findet, heißt strukturiertes schriftliches Denken. Das bedeutet konkret, Sie nehmen ein DIN A4-Blatt quer, schreiben in der Mitte oder schreiben in die Mitte Projektarbeit. Thema. So, und dann drehen Sie sich im Prinzip um betriebswirtschaftliche Grundfragen, die immer lauten, zum Beispiel Kosten, immer lauten zum Beispiel Zeit, was Sie dann übersetzen in den Begriff Ablauf, Optimierung, ja, Konzept zur Ablauf, Optimierung, da und da. Ja, dann das Thema Qualität. Und ich sagte, es gibt noch weitere. Das Thema Umweltschutz, Konzept zur Reduzierung des Abfalls in der und der Abteilung oder in dem und dem Arbeitsbereich der Abteilung oder für die und die Art von Abfall. Auch wieder unendlich viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. So, jetzt ist aber die Ergänzung, die ich noch hinterher schieben wollte, gutes Thema finden. Wie finden Sie ein Projektarbeitsthema, das Ihnen auch eine gute Note bringt? Und eins habe ich schon gesagt im ersten Teil: Nehmen Sie ein Gestaltungsthema, nehmen Sie nicht ein Entscheidungsproblem. Das ist tausendmal gemacht worden. Na, also, wir müssen irgendwie eine alte Maschine durch eine neue Maschine ersetzen. Und ja, also dann haben wir zwei Alternativen und dann rechnen wir das mit Kostenvergleichrechnung und dann machen wir noch ein Scoring-Modell hinterher. Ja, das kann man machen, das ist tausendmal schon gemacht haben, kann man auch noch tausendmal weitermachen, aber ich bin immer dafür, wenn man, schauen Sie, wenn Sie anders sein wollen als die anderen, wenn Sie aus dem Durchschnitt raus wollen, dann muss man auch mal was grundsätzlich anders machen, schon bei der Themenauswahl und nicht erst bei der Ausführung. Ja, also ich sagte, es kommt im Prinzip darauf an, dass Ihr Thema ein praktisches Problem, und was das ist, habe ich im ersten Teil genau erklärt, dass man das einer Lösung zuführt. Ja, und dabei ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, also das Ganze muss sein operational. So. Gibt es eine Grundformel für eine gute Bewertung? Ich glaube, es gibt sie. Und das hat mit Ihrem Thema zu tun. Wenn Sie es höher aufhängen, sind Ihre Chancen auf eine gute Note besser. Also ich sage das schon und wiederhole es mal ganz kurz. Sie nehmen ein Gestaltungsproblem. Warum gibt es so wenig Projektarbeiten für die Gestaltung eines Marketingprozesses zum Beispiel oder eine Marketingstrategie? Kommt fast gar nicht vor. Ja, alle sagen hier, ja, da müssen wir mal und da neue Maschine kaufen und dann kommt Kostenvergleichsrechnung und Scoring-Modell und die Geschichte ist zu Ende. Also nehmen Sie ein Gestaltungsproblem, nehmen Sie nicht so sehr ein Entscheidungsproblem. Es sei denn, Sie sind so mit dem Durchschnitt zufrieden, was es ja auch gibt, ne? Was ja auch in Ordnung ist. So, wenn Sie aber mehr wollen, dann kann das schon mit der Themenwahl zusammenhängen, dass Sie da ein bisschen höher ansetzen. Wenn Sie ein bisschen mehr riskieren und in diese Richtung gehen, Gestaltungsproblem, ist die Gefahr, dass Sie scheitern, nicht signifikant höher. So will ich es mal formulieren. Ja, also wenn Sie mal so das Übliche verlassen von dem, was 90% der Leute da so abliefern, nämlich diese klassischen Entscheidungsprobleme, diese klassischen Entscheidungsthemen und eher in den Bereich Gestaltung gehen, dann ist die Chance deutlich höher als das Risiko. So, gibt es die Grundformel? Ich glaube ja. Wenn wir das mit der Themenauswahl jetzt mal weglassen, was eine Rolle spielt, wie ich gerade erklärt habe, lautet, glaube ich, die Grundformel: Je operationaler Ihre Lösung, desto besser. Je operationaler Ihre Lösung ist, desto besser. Also lohnt es sich, das Wort operational sich mal anzuschauen. Was heißt operational? Operational heißt genau definiert in Bezug auf mehrere
Dimensionen. Operational heißt praktisch umsetzbar, weil genau definiert. Also all diese Sätze, man müsste jetzt auch noch hier und man könnte jetzt auch noch da, sind für Projektarbeiten nicht gut geeignet. Aber wir müssen dies und dies und genau die und die Größe da und dahin verschieben, sind die Sätze, die man in einer Projektarbeit hören will. Operational ist also präzise, ist konkret, ist genau umsetzbar. Die ideale Arbeit ist die Arbeit, die man genauso nehmen kann, wie sie da steht und sagen, so, das fotokopieren wir jetzt 5-mal an alle betroffenen Leute und die machen genau das, was da steht und dann haben wir unsere Lösung im Sinne von Ablaufoptimierung haben wir dann erreicht. Konkret, 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 präzise, 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 genau umsetzbar, genau umsetzbar, genau umsetzbar. Das ist, sind die Formeln. Genau umsetzbar in Bezug auf Zeit, genau umsetzbar in Bezug auf Kosten, genau umsetzbar in Bezug auf Menschen. Also diese Personalfrage, wer macht was bis wann? Ja, im Grunde das, was Sie als Kriterien im Projektmanagement lernen. Also zumindest bei mir lernen, ne, diese Aspekte, was gehört zu einem vernünftigen Projektmanagement, welche Aspekte sind das? Ja, da gibt es eine Kostenplanung, da gibt es auch eine Controllingplanung, da gibt es eine Zeitplanung, da gibt es eine Personalplanung. Diese Aspekte im Projektmanagement, die sollten sich wiederfinden, weil die ihre Sache operational machen. Also, je operationaler Ihre Lösung ist, desto besser ist tendenziell Ihre Note. Und wenn Sie dann noch ein Thema gewählt haben, das nicht sowas ist, wie es 90% der anderen machen, dann ist Ihre Chance, wenn Sie das gut hinkriegen, auf eine 2 oder 1 sehr hoch. Ja? Also man kann schon bei der Themenauswahl die Latte etwas höher legen und sagen, wenn wir das jetzt operational zu einer konkreten, präzisen, genau umsetzbaren Lösung hinführen können, dann sind die Chancen auf eine 2 oder 1 sehr, sehr hoch. Ja, ob es dann eine 2 oder eine 1 wird, da ist man ein bisschen dann auch immer natürlich vom subjektiven Empfinden und von der Einschätzung und von den Maßstäben des Prüfers abhängig. Deswegen würde ich niemals mir anmaßen zu sagen, dieses Thema, wenn man das bewältigt und gut und operational macht, gibt auf jeden Fall eine 1, aber 2 oder 1, das kann man schon mit ziemlicher Genauigkeit sagen. Okay, das wollte ich noch hinterher schieben, nach dem Motto, nicht nur ein Thema finden, sondern ein gutes Thema finden, das Ihnen eine gute oder sehr gute Note nachher auch bringt. Alles Gute. Wollen Sie Ihre Lernmotivation steigern? Dann klicken Sie für Insider-Informationen auf den Link unter diesem Video.